Verbrennung als Kunstaktion. Das Symbol des Feuers hat viele Bedeutungen. Die bewusste Zerstörung von Kunstwerken ist für Künstler Christian Egon Berndaler ein Mittel, um seine Stimme gegen die Ausgrenzung von Andersseienden zu erheben. Für die behinderten Menschen mache ich das auch und für die Kinder und Jugendlichen und für die ausländischen Mitmenschen in unserem Land, dass die nicht so diskriminiert werden. 16 Bilder hat Berndaler für die Aktion geschaffen, in Sprühtechnik im Graffiti-Stil oder als Tuschebilder. Und alle wurden bei der Aktion einzeln dem Feuer übergeben. Wir haben zwar in Weiz schon viele Aktionisten gehabt, ich nenne Bruce oder Nietzsche nur als Namen, aber eine Aktion in diesem Sinne mit einer Verbrennung von Bildern haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Also das ist erstmalig hier bei uns in Weiz zu sehen. Die Verbrennung darf nicht missverstanden werden, sondern ist nur symbolisch. Ich möchte, dass halt alle nachdenken darüber, über die Aktion und über die Ausstellung. Die Bilder sind verbrannt, das Zeichen ist gesetzt. Im Kunsthaus Weiz sind weitere Werke von Berndaler zu sehen, die natürlich unversehrt bleiben. Meist zeigt er überarbeitete Porträts von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Wir sind alle gleich und wir sollten endlich Frieden schließen mit den Völkern untereinander, dass halt keine solche schlimmen Sachen mehr passieren. Ne? Der Mensch in seiner Vielfalt und Freiheit steht im Mittelpunkt der Schau, die noch bis 3. Mai in der Weizer Stadtgalerie zu sehen ist.